Oh, Emma, runter vom Sofa. Emma, nee, du weißt ganz genau, ich möchte es nicht. Emma! Emma! Klinik am Südring, die Familienhelfer. Weil die 7-jährige Emma nach dem Sturz vom Sofa über starke Schmerzen im Arm klagt, hat ihre Mutter sofort den Notruf gewählt. Sanitäterin Laura Robin erkennt schnell, dass die Sekretärin aber nicht nur der Unfall ihrer Tochter belastet. Oh, aua. Das sieht aus, als hättest du dir das Ärmchen gebrochen. Oh. Pass mal auf, wir machen dir jetzt eine ganz kleine Schiene hier hin, die das stützt. Und dann darfst du einmal gleich mit uns im Rettungswagen mitfahren. Nein, ich will nicht mit. Warum? Die Mama darf auch mitkommen. Ich komme auch mit. Nein. Papa soll mitkommen. Ach. Mama ist blöd. Die Mama ist blöd, der Papa. Die Mama, guck doch mal, die Mama ist doch auch ganz aufgelöst, dass du dir so wehgetan hast. Papa habe ich schon angerufen, der müsste auch gleich da sein. Die Ablehnung meiner Kleinen kann ich überhaupt nicht verstehen. Das tut mir in der Seele weh. Wir hatten so ein inniges Verhältnis und jetzt hört sie überhaupt nicht mehr auf mich. Will nur noch ihren Papa und ich kann das bloß nicht verstehen. Hallo, ihr Hühner. Was ist denn jetzt wieder los? Ja, Emma mal wieder getobt, ne? Emma, was machst du denn? Ja, dann wollen wir jetzt mal fahren. Hm? Warum willst du noch nicht mit der Mama fahren? Nimm du sie mit, ich bring gleich den Rucksack mit. Hast du gestritten oder was? Nee, eigentlich gar nichts. Du kannst den Arm vielleicht auch etwas hängen lassen, das tut mir weniger weh. Du, dann fahr ich hinterher. Dann fahrt ihr vor und ich fahr hinterher. Als Laura Robin hört, wie sehr es Mama Carla quält, seit Wochen von ihrer Tochter zurückgewiesen zu werden, empfiehlt die Sanitäterin, eine Familienhelferin zu Rate zu ziehen. 3 Tage nachdem Emmas Armbruch ambulant in der Klinik geschient wurde, ist die Situation zu Hause unverändert. Wie geht ihr denn da, Schönes? Ach, kennst du. Mensch, hier. Hey, nicht so weg, du kleine Maus. Hey, Emma. Du hast doch schon einen Gipsarm. Willst du noch einen? Hey. Emma, nee, kommt nicht so wild, bitte. Ja. Siehst du? Oh. Jetzt hast du dir weh getan. Du bist eine überdrehte Mensch. Maus. Kleiner Quirulant. Siehst du, das kommt davon, wenn man rumtobt. Emma, was soll denn das? Mama Carla hofft, dass Sozialpädagogin Rosella Blumenthal herausfinden kann, warum Emma sie in letzter Zeit derart vor den Kopf stößt. Ihren Papa Jörn vergöttert die 7-Jährige indes. Und das Spiel mit dem Industriekaufmann kann gar nicht wild genug sein. Schönen guten Tag, Frau Jansen. Jansen, ja. Rosella Blumenthal, hallo. Super. Ich wurde heute zur Familie Jansen gerufen, weil die kleine Emma seit einiger Zeit wirklich aggressive Auffälligkeiten zeigt und vor allen Dingen nicht mehr mit ihrer Mutter spielen möchte oder auch Kontakt halten möchte, sondern sehr stark auf ihren Vater fixiert ist. Möchtest du nicht mit Mama spielen? Möchtest du viel lieber mit Papa spielen? Ja, Mama ist doof. Ach, Emma, so sagt man aber auch nicht. Warum, Emma? Die verbietet mir die Reitstunden und all sowas, was toll ist. Aha, verstehe. Und deshalb hast du das Spiel jetzt hier gerade runtergeknallt? Ja. Da warst du aber ganz schön wütend, oder? Mhm. Emma hat mir ja gesagt, dass Mama doof ist, dass Mama eben alles verbietet und vor allen Dingen, dass Mama ihr nicht das Reiten erlaubt hat. Und Emma war auch sehr angespannt und gar nicht so wirklich zugänglich auch. So, dass ich erstmal die Situation etwas auflösen wollte und habe Emma einfach auch gebeten, dass sie erstmal auf ihr Zimmer geht, ich mit den Eltern spreche und dann später zu ihr komme. Ich erkenne sie jetzt im Moment selber kaum wieder. Klar, macht es mir Spaß, wenn sie mit mir spielt. Ne? Wir tollen ja rum. Aber so wie sie im Moment auch ihr gegenüber, das, ich finde es halt unfair. Es tut mir halt in der Seele weh. Ne? Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Tochter, aber sie boykottiert sie ja fast. Also sie kommt ja gar nicht mehr an die ran. Ne? Und das trifft sie natürlich sehr. Ja. Ne? Sie blockt mich komplett ab. Wir spielen zwar zusammen, aber kaum ist der Papa da, da ist Papa der Größte halt, ne? Also. Es wäre schon schön, wenn es ausgeglichen wäre oder sie halt auch mit ihrer Mutter wieder so viel anfängt wie vorher. Sie haben ja vorher auch viel gespielt, ne? Sie haben diese Brettspiele immer gespielt, mit Puppen gespielt. Das macht sie alles gar nicht mehr, ne? Also es nur noch auf einmal hier so Raumschiff-Zeugs, das hat sie vorher boykottiert, das ist ja so mein Ding eher, ne? Und da ist sie dann total drauf aus auf einmal und Kissenschlachten und mit Autos haben wir dann hier im Garten gespielt.
untypisch für sie eigentlich. Also so, das war nicht ihr Ding. Sie war schon mehr mädchenhaft in den Spielen, ne, die sie gespielt hat. Und, ja. Lassen Sie mich doch mal mit Emma sprechen. Mhm. So, ich habe mir jetzt ein bisschen bei Ihnen ein Bild gemacht und würde dann jetzt gerne mal schauen, ob ich einen Zugang finde zu Emma, um mal zu schauen, was bewegt sie denn. Irgendwas ist ja. Ja, ne? Ja, definitiv. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass meine Tochter sauer auf mich ist, weil wir ihr das Reiten verboten haben. Wir finden, sie ist noch zu jung einfach dafür. Und als Wiedergutmachung haben wir ihr auch die Rakete geschenkt und ihre Weltraumdecke. Und vielleicht kann man da in ein paar Jahren noch mal drüber sprechen. Die Eltern glaubten eigentlich, ihre Tochter hätte das Reitverbot akzeptiert. Doch jetzt scheint es die einzige Erklärung für Emmas Verhaltensänderung zu sein. Rosella Blumenthal hingegen ahnt, dass die Grundschülerin noch etwas anderes bewegt. Wow. Was ist das? Das hier ist ein Raumschiff und die hat Mama mir geschenkt, die Sachen mit dem Raumschiff. Ja, ich sehe schon, ne? Du hast so ganz viele verschiedene Sachen im Raumschiff. Pferdestall. Und Pferde. Ein Einhorn. Sag mal, Emma, ich habe ja gerade mit Mama und Papa unten gesprochen. Ne? Ja. Und die Mama hat mir erzählt, dass du gerne Reitstunden genommen hättest und es dir aber nicht erlaubt hat. Bist du denn deshalb sauer auf die Mama? Nee. Ich habe mit Emma dann darüber gesprochen, ob sie wirklich sauer ist wegen der Reitstunden. Und sie sagte, ja, hat so ein bisschen rumgedruckst, aber Mama hat mir ja dafür die Raketenstation hier geschenkt und auch die Decke. Weltraum habe ich von der Mama. Und da wurde mir schon klar, es ging gar nicht um die Reitstunden. Aber um was geht es dann? Du spielst im Moment lieber mit Papa als mit Mama, oder? Ja. Warum? Weil Papa toller ist als Mama. Aber die Mama hier, die Mama hat hier diese Raumschiffsachen alle geschenkt, ne? Auch die Decke da drüben. Ja. Die ist sehr schön, ne? Ja, ich finde sie schon schön. Mhm. Aber irgendwas ist ja mit dir, ne? In der letzten Zeit, ne? Also du spielst sehr, sehr viel mit Papa, hast nicht mehr so viel los mit Mama. Kannst noch nicht so drüber reden. Oder magst du nicht? Ich mag nicht darüber reden. Okay. Ich bin auch nicht so dafür, dass man Kindern wirklich auch ein Gespräch aufzwingt. Oder ich wollte auch jetzt nicht großartig Druck aufbauen gegenüber Emma, weil sie auf der einen Seite auch einen sehr traurigen Eindruck auf mich gemacht hat. In dem Moment war ich tatsächlich sogar auch sehr dankbar, dass die Eltern dazugekommen sind. Gemeinsam mit Jörn und Carla will Rosella Blumenthal spielerisch ergründen, wie die Zweitklässlerin wirklich zu ihren Eltern steht. Da sich die Siebenjährige für das Thema Raumfahrt begeistert, nutzt die Familienhelferin die neue Decke als Grundlage für eine Übung. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie zusammen auf die Decke gehen. Mhm. Und jetzt passiert aber Folgendes. Die Decke wird immer kleiner. Das heißt, der Weltraum wird immer kleiner. Mhm. Und ihr müsst euch als Team, als Familie abstimmen, wie ihr euch auf der Decke halten könnt, ohne den Raum zu verlassen. Okay. In dem Moment, wo ihr den Raum verlasst, ist bestimmt gesehen, ein Astronaut, der im Raum dann schwebt, ist derjenige dann draußen. Dieses Spiel habe ich eingeleitet, um einfach zu sehen, wie funktioniert denn jetzt Papa, Mama, Emma, Emma, Papa, Emma, Mama, um mir da ein klareres Bild zu verschaffen. Und das wurde dann ja mehr als deutlich. Rosella Blumenthal beobachtet, wie gut Emma in dem immer enger werdenden Raum mit beiden Eltern zusammenhält. Selbst ihre Mutter, die sie kurz zuvor noch als doof bezeichnet hatte, zieht die Siebenjährige in der Gefahrensituation zurück auf die rettende Decke. Oh, danke, Emma. Stark, Emma. Oh, super. Mensch. Hast du die Mama gerettet? Ja. Ne? Ich habe das Spiel beobachtet und ich fand es sehr rührend, wie Emma ihre Mama festgehalten hat. Doch dann gerät Papa Jörn unwillkürlich mit einem Fuß jenseits der Decke und muss dem Raum entschweben. Als Emma daraufhin die Übung mit ihrer Mutter allein weitermeistern soll, weckt dies bei der Siebenjährigen auf der Stelle ungeahnte Ängste. Nein, Papa, du sollst nicht gehen. Das ist doch nur ein Spiel, Emma. Spiel doch mal zu Ende. Nein, bleib hier. Ich bin doch gar nicht ganz weg. Ich wäre nur um die Ecke gegangen. Nein. Ich konnte beobachten, dass Emma regelrecht verzweifelt zu ihrem Vater gelaufen ist und ihn
regelrecht angefleht hat, bitte, 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 geh nicht, was ihrem Alter entsprechend, mit 7, also wenn sie jetzt so 3 oder 4 gewesen wäre, ne, das ist ja oft so für die Kleinen so, wenn du aus dem Raum bist, bist du weg. Aber Emma, die ist ja schon älter, die hätte eigentlich auch in dem Moment erfassen müssen, das ist dem Spiel geschuldet. Aber sie war emotional so stark da drin, dass sie das nicht mehr einordnen konnte. Emma. Ich will nicht, dass du uns verlässt. Ich verlasse euch doch nicht. Verlassen. Wieso sollte ich euch denn verlassen, Emma? Was soll passieren? Wieso sollte ich euch verlassen? Ihr seid doch meine 2 Mäuse. Ist irgendwas vorgefallen? Bei Sophie, da hat der Papa die verlassen. Emma, was ist denn gerade los? Du bist sehr, sehr traurig, ne? Gerade. Wer ist denn Sophie? Meine beste Freundin. Und was ist denn da passiert bei Sophie? Da ist der Papa einfach weggegangen. Ach, Mäuschen. Sie war ja den Tränen sehr, sehr nah. Das hat mich also auch doch sehr berührt, als sie dann erzählte, dass doch ihre Freundin Sophie, dass der Papa weg ist. Und dass sie auf gar keinen Fall möchte, dass ihr Papa auch weggeht. Sophie, die hat einfach nicht so viel mit ihrem Papa gespielt. Ach, und dann hast du gedacht, wenn ich mit Papa ganz viel spiele, dann geht Papa nicht weg. Mein ja. Papa nicht. Ja, ist das der Hintergrund, warum du so in der letzten Zeit so viel auf Papa geguckt hast? Ja. Und nicht mehr mit Mama spielen wolltest? Ja. Es ist eben ein kleines Kind. Die hat da was mitbekommen bei ihrer Freundin Sophie, das heißt in einem engeren Raum, konnte aber die Zusammenhänge nicht herstellen und hat sich das wirklich so erklärt, wenn ich mich nicht um Papa kümmere, dann ist der weg. Und das hat sich eben so ausgedrückt in einem inneren Konflikt, ne? In Wut, Ablehnung, die Mutter abzulehnen, nur noch auf den Vater zu gehen, um den zu halten. Wir verstehen jetzt gerade, da ist eine ganz große Verlustangst bei Emma entstanden, weil Sophie ist ja ihre beste Freundin. Dann hast du das auch ganz nah mitbekommen wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, ne, dass Sie so mit Emma jetzt auch sprechen und sie auch halten. Ne? Und wenn Sie da noch mal Bedarf haben, dass wir uns auch noch mal gemeinsam zusammen... Setzen, ne? Seit Papa Jörn versprochen hat, bei der Familie zu bleiben, egal was geschieht, hat Emma ihre Trennungsängste überwunden. Die 7-Jährige spielt wieder gerne mit Mama Carla Puppen- und Brettspiele und zeigt ihr oft, wie lieb sie sie hat. Der Armbruch der Grundschülerin ist innerhalb von 4 Wochen komplikationslos geheilt.